Tag, Kinas! Heute wieder den KF dabei, wie versprochen, yeah. Die Telefon-Challenge. Die habt ihr ja mal so was von grandios gefeiert. Da wird heute wieder mal was gemacht und diesmal haben wir ja Tipps von euch bekommen und Wörter, wo wir anrufen sollen. Und wir rufen heute wo an? Ich sage es euch kurz. Wir rufen heute... Ich sippe übrigens Wasser aus meinem Burger King-Becher. Ganz wichtig. Also wir haben vier Dinger und davon nehmen wir zwei. Entweder Baumarkt, Firma, Friseur oder... So. Leute, wenn ihr Bock habt, dass ich und Kai auch mal ein Wahrheit- oder Pflichtvideo drehen, einfach dem Video hier einen Daumen nach oben geben. Das wäre sehr cool. Und dann machen wir das nächsten Freitag doch mal direkt. Du, das machen wir. Das machen wir. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, wer gewinnt. Wer die meisten Punkte holt. Ja. Wer die meisten Wörter in einem Telefonat schafft. Das wäre cool. In die Comments. Für Kai, Kai, für Timo, Timo. Jetzt fang mal an, dass du im Zoo anrufst. Ah, ich unterdrück mal meine Nummer lieber hoch. Ja, unterdrück lieber seine... Er sollte schon seine Nummer unterdrücken, bevor der irgendwo anruft. Die Zoo-Sachen sind jetzt hier eingeblendet. Ich rufe in der Zoo-Handlung an in Düsseldorf. Mal gucken, wie lange ich die jetzt ranhalten kann. Ja, guten Tag, Rolf mein Name. Ich habe eine Frage und zwar meinte meine Mutter, zu mir würde eine Eidechse gut passen in mein Kinderzimmer. Also ich habe auch schon einfach, interessiere mich sehr für Eidechsen und sie meinte jetzt, ja, dann mach das endlich mal, weil ich wollte schon immer eine haben. Und jetzt wollte ich wissen, inwiefern sie da überhaupt was haben oder auch das Futter und was man alles so... Kann ich Ihnen gar nicht groß bedienen, weil wir haben zu 90% Aquaristik, keine Terraristik. Ah. Wir haben zwar Terrarien in verschiedenen Größen, wir haben auch da verschiedene Streueinheiten und so weiter, aber eben kein großes Sortiment an Futter. Das ist natürlich eine Riesenkacke jetzt. Die springen ja viel rum und so und was für ein Futter kriegen die da? Obst oder wie sind die mit da unterwegs? Mitunter. Sind die ja ziemlich YOLO am Start. Coca-Cola mal zu trinken? Kann man denen da sowas geben? Nee. Auf gar keinen Fall. Okay, gut. Ich hatte das nur bei Ihnen auf dem YouTube-Kanal gesehen. Ich dachte, vielleicht haben Sie da wirklich Eidechsen, aber... Ja, und wie gesagt, Terrarien und so weiter haben wir. Aber ansonsten, wie gesagt, einfach mal im Terraristik. Io. Fachgeschäft nachhorchen. Alles klar. Ja. Danke, ne? Ja. Adieu. Ja. Alles geschafft. Er hat alles gepackt. Eidechse, Riesenkacke, habe ich gesagt. YouTube-Kanal, wie gesagt, Futter springen. Jolo, Krankheit. Ach, scheiße, Krankheit habe ich, glaube ich, echt. Der hat Krankheit vergessen, meine Freunde. Und jetzt bin ich dran und ich werde anrufen. Also ich rufe jetzt auf jeden Fall beim Baumarkt an und habe ein paar sehr seriöse Wörter. Ja. Guten Tag. Ich hätte so ein paar Fragen, die ich vielleicht mal kurz mit Ihnen abklären könnte, wenn es geht. Ja, um was geht's? Und zwar geht's um den Garten. Wir haben da irgendwie alles zugewuchert, das alles voll. Also überall sind so, man kann es schon sagen, ringellockenmäßige Sachen. Und ich bräuchte da unbedingt ein paar Schlingeln und eine Heckenschere. Haben Sie das? Ja, da verbinde ich Sie am besten mit der Gartenabteilung. Das machen Sie. Bitte? Guten Tag. Folgende Fragen habe ich wegen dem Garten. Da bin ich ja in der Gartenabteilung jetzt, ne? Ja. Ich habe in meinem Garten so ein ziemlich großes Halligalli, also bei mir sind sehr viele Sachen unterwegs. Ich bräuchte auf jeden Fall ein paar Heckenscheren. Haben Sie da was? Also groß, wenn es geht. Manuelle oder elektrische? Am besten elektrische, weil wenn ich dann da rumlaufe, will ich mir auch keinen Fußkrampf holen eigentlich. Ich frage jetzt, was Sie sich da vorstellen. Bosch oder Hurricane, was für Heckenscheren, was die Eigenschaften, die Sie mitbringen sollen. Also, Schwertlänge. Können die, also, es wäre auf jeden Fall cool, wenn man so, ich weiß nicht, ob sie diese Twerk-Teile kennen. Ob die auch twerken können. Das macht mir jetzt nichts. Ja, also, dass man damit auch wirklich alles, die größten Äste mit kaputt kriegt. Und zwar, ich brauche so eine Heckenschere, wo ich die Äste am besten rausreißen kann, ohne dass da irgendwie so eine Säure rauskommt. Also, sie kennen ja dieses Harz, was da immer rauskommt. Dass das glatt abgeht und dann nicht so eine Eiterpickel-harzmäßige Sache rauskommt. Ich kenne dieses, was Sie da sagen, nicht dieses Twink oder was das sein soll. Das sind so Twerken, nennt man das. Ja. Muss ich machen, die wir hier haben von Gardena. Ja, also ich hab so schwarze Äste, man kann schon fast sagen, die sind so schwarz wie so ein Schwarzbrot. Und die würde ich halt gerne mit Gardena, haben Sie gesagt, ne? Gardena haben wir auch, ja. Ja, wie komme ich denn am Ende? Also Wie soll ich das erklären? Das ist so Rosettenbesamung, so geht sich alles in meinem Garten. Und es wäre einfach gut, wenn ich ein Ding habe, das es direkt abzackt. Also die Heckenscherten, die wir haben, also die machen jetzt keine Kompromisse. Die machen ihr Ding, Heckenschere schneidet halt die Käse, dementsprechend, also, wie es sein soll. Die machen ihr Ding, Alter. Nee, super, dann komme ich einfach mal vorbei und dann gucke ich mir das mal an. Super, vielen Dank. Alle drin, Alter. Dö.
Aber Sättenbesamung war schon schwer, Alter. Da Kai verloren hat, muss er jetzt noch einen anrufen. Ja, machen wir. Machen wir. Leute, schreibt uns für den nächsten Teil direkt mal wieder ein paar Wörter und wo wir anrufen. Das haben wir jetzt alles von euch. Also macht da auf jeden Fall noch was rein. Das war cool. Kann man gut machen. Beide bitte in die Kommentare weitere Wörter schreiben. Und dann wissen wir Bescheid und wo wir anrufen sollen. Ich glaube, Friseur wird schwer, Mann. Die werden sich direkt verarscht vorkommen. Die sind so im Stress und so. Ja, hi, Schmitz mein Name, guten Tag. Und zwar habe ich jetzt relativ spontan angerufen, weil ich habe ein paar Fragen, erstmal bevor ich vorbeikomme, die mir sehr, sehr wichtig sind. Ich habe da so ein paar Sachen. Haben Sie ganz kurz Zeit? Ja, bitte. Okay. Also, ich wollte vorbeikommen, erstmal wegen, um mir halt die Haare zu färben, dunkelbraun. Ich habe jetzt einen Blond, das soll so Nutella-Farben werden. Schon relativ dunkel. So. Erstmal grundsätzlich die Frage, sieht das überhaupt gut aus? Würden Sie mir das empfehlen oder ist das totaler Blödsinn und bereitet Ihnen das Kopfschmerzen? Das kann ich Ihnen jetzt am Telefon gar nicht sagen. Man muss ja erstmal sehen, ne? Ja, gibt es da ein Haarspray für, dass man sowas mal so testen kann oder ist das Blödsinn? Nee. Nee? Nee. Also, man kann das nicht irgendwie vorab testen. Nicht, dass ich mir jetzt die Haare da total verballer und dann mit dem Kopf vor die Schranktür renne, weil ich sage, ach du Scheiße, ne? Nee, ich hatte, okay. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwie Karnevals-Schminke, die man sich vielleicht in die Haare machen kann oder so. Ja. Nee, ich dachte, ich hatte sowas im Fernseher gesehen. Ich dachte mir, vielleicht bringt das was. Also ich wollte jetzt nicht so auf Nummer sicher, nicht so auf 100% direkt gehen und dann sieht es am Ende total Blödsinn aus. Ich habe da so ein Feuerwerk in den Haaren. Also, aber Sie sind ein Meisterbetrieb auch und so, ne? Ich glaube, da kann jeder vertrauen. Ja. Ja. Alles klar. Super, ja. Da muss man sie erstmal sehen. Am Telefon kann man das nicht sagen. Das geht nicht. Ja, ich würde Ihnen dann einfach vielleicht einen Bilderrahmen zukommen lassen von einem Foto mit mir drin. Oder ist das... Ich bin ein bisschen weiter weg. Macht das keinen Sinn? Gehen Sie am besten mal persönlich vorbei. Dann bringe ich eine Pizza mit und dann machen wir es halt richtig gemütlich da, ja? Genau, ja. Ein bisschen Geschlechtsverkehr und dann ist super, oder? Ja, ja. Ja, ja. Alles klar, bis bald, ne? Ja. Ciao. Ah, Killer, Alter. Die war richtig cool, Mann. Hast du alle geschafft? Ja, alle drin. Soweit ich das jetzt hier nachvollziehen kann. Ein bisschen Geschlechtsverkehr und dann ist alles gut. Dann bring ich eine Pizza mit. Das ist gemütlich. Ja. So Leute, vergesst nicht dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr Bock habt, dass auch wir beide mal das Wald- oder Pflichtspiel spielen. Yes. Was hier so die Runde macht auf YouTube wie keine andere. Machen wir. Schreibt uns auf jeden Fall noch in die Kommentare für das nächste Telefon-Challenge-Video. Ein paar Wörter, die lustig sind und wo wir anrufen sollen. Yes. Rechts von mir kommt jetzt zum neuen Video vom Kai. Sein neues Musikvideo. Übertrieben krass. Ich durfte es heute schon bestaunen. Mhm. Ist ein heftiger Pornostreifen zum Teil. Ja, guckt euch das an, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall geiles Lied. Kann man auch bei iTunes kaufen. Ich habe euch den Link dazu auch mal in die Infobox geballert. Wäre cool, wenn wir damit charten. Und links von mir kommt ihr zum letzten Telefon-Challenge. Ja, auch mega funny. Auch mega funny, sag ich da mal. Und ich glaube, ich gucke jetzt auch ein bisschen Duck Funny mir an. Peace. Ciao. Check that up.